Ich bin Kinga Witkowski und ich arbeite bei der Stadt Gelsenkirchen im Bereich Repräsentation und Bürgerangelegenheiten im Büro des Oberbürgermeisters. Also wir sind ja ein sehr bunter Haufen mit einer Vielfalt und einer Vielzahl an Aufgaben. Wenn dann mal eine Delegation hier ist, dann ist es einfach kein klassischer 9-to-5-Job. Dann ist man wirklich von morgens bis abends da. Also es ist nicht so, dass die Stadtspitze sich überlegt, okay, wir machen jetzt die Städtepartnerschaft, sondern es kommt tatsächlich von den Menschen heraus. Also die Menschen haben irgendwann mal gesagt, diese Stadt im Ausland finden wir interessant. Wir würden da gern mehr Kontakte knüpfen. Ich sehe meine Zukunft auf jeden Fall bei der Stadt Gelsenkirchen. Wir sind alle eins, wir können alle miteinander sprechen und ohne meine Kolleginnen und Kollegen wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich bin. Also ich fühle mich da gut aufgehoben. Am Montag hat mir erst eine Kollegin erzählt, dass ihre Probezeit abläuft und ich habe gesagt, herzlichen Glückwunsch, was Besseres könnte dir nicht passieren, sicherer Arbeitsplatz bis zur Rente. Ich kann sagen, dass ich in sehr kurzer Zeit durch Leistung viel erreicht habe und das freut mich einfach, dass das bei der Stadt Gelsenkirchen von Vorgesetzten nicht nur gesehen, sondern auch gewertschätzt und gefördert wird. Man muss nicht nachts im Bett liegen und um seinen Job bangen. Und gerade hier in Gelsenkirchen gibt es aber viel Potenzial. Es gibt viele Möglichkeiten. Also für mich persönlich sehe ich Aufstiegsmöglichkeiten. Und wenn du mir jetzt sagen würdest, hey, was ist denn so cool an der Stadt Gelsenkirchen, würde ich sagen, komm her, es ist viel Arbeit, aber es lohnt sich auch und es wird auch irgendwann entlohnt. Die Stadt Gelsenkirchen ist vielleicht auf den ersten Blick nicht die schönste. Aber wenn man ein bisschen tiefer schaut, dann erkennt man die wahre Schönheit. Ich habe gerade schon gesagt, das Ruhrgebiet ist meine Wahlheimat und die Stadt Gelsenkirchen ist eine typische Ruhrgebietstadt. Mir gefällt der Schlag Mensch. Die Menschen sind offen, ehrlich, sagen die Meinung direkt ins Gesicht und das schätze ich zum Beispiel auch an meinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch an den Bürgerinnen und Bürgern, die dann auf mich zukommen. Wir sind ein bunter Haufen. Wir sind eine tolle Gemeinschaft.